Liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen. Wir alle kennen die Bilder von überfüllten Booten auf dem Mittelmeer. Ihnen, den Booten wie auch den Insassen, sieht man ihre Gebrechlichkeit geradezu an. Das Mittelmeer ist für zehntausende Flüchtlinge zu einem Grab geworden. Die anderen, die die Überfahrt überlebt haben, sind traumatisiert und haben dem Tod mit blankem Entsetzen mehrmals in die Augen geschaut. Mit letzter Kraft und auch nur zufällig sind sie dem Tod von der Schippe gesprungen. Währenddessen diskutieren die europäischen Nationalstaaten darüber, wie sie dies noch verschlimmern können. Mehr Abschottung, mehr Abgrenzung, mehr Ausgrenzung und mehr Abschiebung. So, als würden wir über Pakete reden, die mit ausgefeilter Logistik von A nach B transportiert werden müssen. Wir reden aber über Menschen. Über Menschen wie Sie, liebe Gäste, und wie ich. Das Thema der heutigen Veranstaltung ist irgendwas mit bitteren Orangen, moderne Arbeitssklaverei in Europa. Es geht um die Flüchtlinge, die nicht auf dem Grund des Mittelmeers versunken sind, sondern tatsächlich die Überfahrt geschafft haben und im ersehnten Hafen der Freiheit, die Rede ist von Europa, gestrandet sind. Jill Reckinger, seines Zeichens Professor für Ethnologie, hat das gemacht, was ein guter Ethnologe macht. Er hat genauer hingeschaut und eine Feldforschung betrieben. Den Begriff der Feldforschung verwende ich im doppelten Sinn des Wortes. Einmal als wissenschaftlicher Begriff, es ist ein Standardwerkzeug in der Ethnologie, und zum Zweiten, diejenigen, die er im Rahmen seiner Feldforschung beobachtet hat, arbeiten auf dem Feld, genauer gesagt in der Landwirtschaft. Viele afrikanische Flüchtlinge stranden auf ihrer Flucht in die ersehnte Freiheit in der modernen Arbeitssklaverei süditalienischer Orangenplantagen. Jill Reckinger geht der Frage nach, was aus den Menschen geworden ist, die wir zu Tausenden in Lampedusa haben an Land gehen sehen, gezeichnet vom Horror der Flucht und doch voller Hoffnung auf ein freies Leben in Europa. Die nahen Plantagen sind oft ihre einzige Chance auf eine Arbeit, die ihr nacktes Überleben sichert. Er hat sie auf Orangenplantagen in Kalabrien getroffen, wo sie jahrelang als Erntehelfer in extremer Armut ohne Papiere und ohne medizinische Versorgung am Rand der Gesellschaft vegetieren. Rechtlos auf dem Arbeitsstrich. Schockiert von den Arbeits- und Lebensverhältnissen und berührt von ihren Schicksalen hat er genau dieses in seinem Buch dokumentiert. Und indem Jill Reckinger über diese Flüchtlinge berichtet, gibt er ihnen Stimme und Gewicht in der Diskussion. Er macht aus Flüchtlingen Menschen, Individuen. Er entreißt sie dem Vergessen und der europäischen Gleichgültigkeit, die quasi die innere Abschiebung von Flüchtlingen in unseren Köpfen zum Ausdruck bringt. Für mich ist die Schlussfolgerung und die Antwort auf die Frage, was tun, klar. Gerechtigkeit muss global gedacht werden und nicht partiell nur im Norden oder via fairen Handel im Süden. Auch wenn wir uns daran gewöhnt haben, man kann Gewohnheiten ändern. Erst wenn diese inneren Schranken überwunden werden, gibt es eine Perspektive, sich zu organisieren und die Ausbeutung zu überwinden. Dafür setzen wir uns seitens der Aktion Dritte Welt e.V. mit unserem bundesweiten Agrarprojekt Erna Goes Fair für eine faire Landwirtschaft weltweit ein. Innerhalb von diesem Erna-Projekt ist auch die Idee zur heutigen Veranstaltung entstanden. Es ist im Übrigen die 19. Veranstaltung in unserer Irgendwas-Mit-Reihe, die wir nun schon seit ein paar Jahren mit uns schleppen. Manchmal finden die Leute das ganz witzig. Ich amüsiere mich jetzt langsam, dass es einfach tatsächlich zu einer eigenen Marke geworden ist. Ich bedanke mich von Seiten der Aktion Dritte Welt ganz herzlich bei der Stiftung Demokratie Saarland, insbesondere auch bei Bernd Rauls, für seine Bereitschaft, kontinuierlich mit uns an neuen Veranstaltungen zu stricken. Unterstützt wird diese Veranstaltung vom saarländischen Kultusministerium im Rahmen eines Projektes der Aktion Dritte Welt Saar. Und sie wird unterstützt von Brot für die Welt sowie von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten. Die Kooperation mit der NGG liegt mir sehr am Herzen, vor allem, weil wir die gleiche Vorstellung von universeller Gerechtigkeit haben. So unterstützen wir zusammen den fairen Handel, wenden uns aber gleichzeitig gegen den Verkauf des Transfersiegels für Fairhandelsprodukte an Unternehmen wie Starbucks oder Lidl, die Gewerkschaften die Arbeit erschweren. Das ist für die NGG und auch für uns als Aktion Dritte Welt sowas wie Fairwashing. Also Greenwashing, denke ich, ist ein allgemein bekannter Begriff, aber wir nennen das eben Fairwashing.
Ja, auch ganz herzlich möchte ich begrüßen meine Kollegin aus dem Vorstand des Saarländischen Flüchtlingsrates und den Geschäftsführer des Saarländischen Flüchtlingsrates, Maria Dusing-Schubert und Andreas Ries. Ich bin froh, dass ihr da seid, weil ich denke, dass auch die Arbeit des Flüchtlingsrates eine enorm wichtige ist. Und falls irgendjemand hier ist, der noch freie Zeitkapazitäten hat, ist er ganz herzlich eingeladen, auch dort mitzuarbeiten. Ja, wenn Sie über die Arbeit der Aktion Dritte Welt regelmäßig informiert werden wollen, tragen Sie sich einfach in unser Newsletter-Verteiler ein oder werden Sie Fördermitglied, was uns unsere Unabhängigkeit sichert. Und die ist uns enorm wichtig. Ich werde einfach einen Newsletter-Verteiler hier rundgeben. Und Herr Reckinger, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich jetzt auf einen spannenden und interessanten Vortrag. Ja, einen schönen guten Abend allerseits. Ich möchte mich eingangs bedanken bei den Gastgebern und Gastgeberinnen, dass ich hier bei Ihnen sein kann. Ich bin froh, dass der Raum so gut gefüllt ist an einem so schönen Frühlingsabend, den wir ja relativ lang warten mussten heuer. Ich freue mich, dass Sie bereit sind, mit mir eine Reise zu machen, eine Reise nach Italien, auch ein Sehnsuchtsort für viele, also für uns hier aus dem Norden natürlich als ein Ort, in dem wir gerne unsere Ferien verbringen, aber auch ein Sehnsuchtsort für Menschen, die lange Reisen auf sich genommen haben, um aus Elend zu fliehen. Ich möchte Ihnen eingangs eine Karte zeigen, damit Sie sich ein bisschen orientieren können, über was wir heute sprechen. Es ist jetzt auch in den Eingangsstatements schon gefallen, der Name der Insel Lampedusa auf der einen Seite und auf der anderen Seite Kalabrien, die Stadt Rosarno. Was wichtig ist, gleich wirklich, deswegen unterstreiche ich das am Anfang, ist, das, was wir heute besprechen werden, spielt sich nicht auf der Insel Lampedusa ab, auf der Insel, die die Medien zur Insel der Bootsflüchtlinge gemacht haben. Über diese Insel habe ich ein Buch geschrieben, das diesem heutigen Projekt, das ich heute vorstellen möchte, vorangegangen ist. Deswegen muss ich eingangs ein bisschen etwas über Lampedusa sagen. Also meine ethnologische Vorgehensweise war die zu sagen, okay, wenn ich etwas an einem Ort herausfinden möchte, dann muss ich natürlich hingehen. Und wenn ich nicht alles das, was ich herausfinden wollte, herausgefunden habe oder nicht alles verstanden habe, dann muss ich weitergehen, dann muss ich den Menschen sozusagen folgen. Und in Lampedusa war es so, ich hatte erwartet, auch wenn das nicht mein Hauptinteresse war, auf diese Insel zu reisen, ich hatte erwartet, dort viele Geflüchtete kennenzulernen. Dem war nicht so. Bei meinem allerersten oder bei meinen allerersten paar Aufenthalten konnte ich keinen einzigen Geflüchteten kennenlernen. Das hatte ich natürlich überhaupt nicht erwartet. Ich habe aber ganz viel anderes gelernt, Europa kennengelernt, Menschen kennengelernt, die sich solidarisch verhalten, obwohl die selber, die italienische Gemeinschaft der Insel Lampedusa, extrem prekär sind, die trotzdem solidarisch sein können. Habe da einige Lektionen sozusagen für mich ganz persönlich lernen können und auch mitbringen können sozusagen nach Europa. Aber es blieb natürlich die Frage offen, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit den Geflüchteten, wenn sie von Lampedusa weggebracht werden? Und das möchte ich Ihnen hier mit dieser Karte einmal kurz detaillieren. Sie hören mich gar nicht, wenn ich nicht frontal ins Mikro spreche. Nicht so ganz. Okay, weil ich, ja, ach so, ich kann es hier auch sehen. Wenn wir jetzt, und Sie sehen die Ziffer 1, also Sie sehen diese Boote, die von Süden aus Libyen und aus Tunesien sehr oft zur Insel Lampedusa kommen, beziehungsweise nach Sizilien, das erkennen Sie, ja, den untersten Rand des italienischen Stiefels. Wenn die Menschen in Lampedusa sind, also mit der Ziffer 1 bezeichnet und hier mit dem Bild auf der rechten Seite auch beschrieben, das ist die Insel Lampedusa, die Sie dort umrissen sehen, dann werden sie dort nur erst versorgt. Also sie bekommen die Möglichkeit, sich zu waschen, sie bekommen eine Telefonkarte und sie bekommen trockene Kleidung.
Und sie dürfen dort nicht bleiben. Also das Gesetz, ich vereinfache das jetzt ein wenig, aber in groben Zügen ist das schon richtig. Das Gesetz sagt, 3 Tage maximal dürfen die Menschen auf der Insel bleiben. Das ist oft auch wahr, manchmal ist es länger. Aber im Prinzip wird sozusagen das Erkennungsverfahren und das Asylverfahren nicht in Lampedusa durchgeführt, sondern auf dem Festland. Das heißt, in einem zweiten Schritt gibt es dann wieder eine Bootsfahrt beziehungsweise einen Flug mit Polizeischiffen dann nach Sizilien oder aufs italienische Festland, wo dann eben dieses Verfahren beginnt, also mit der Ziffer 2 bezeichnet und da auch schematisch dargestellt. Also der Mensch kann dann früher oder später, das passiert bei weitem nicht immer sofort, aber irgendwann darf der Mensch dann seine Geschichte erzählen. Und was Sie dann im dritten Schritt sehen, das ist für Italien spezifisch. In den allermeisten Fällen werden die Leute dann aus den Lagern verwiesen. Und je weiter im Süden die Menschen sind zu dem Zeitpunkt, desto schwieriger ist es für sie, Unterstützung zu finden, denn der Staat gewährt dann keine Unterstützung in den meisten Fällen. Das heißt, Ziffer 4, die Menschen finden sich ohne Papiere, ohne Geld, ohne Dach über dem Kopf auf der Straße wieder. Ich habe jetzt gesagt, je nachdem, wo sich die Menschen befinden, diese Identifizierungs- und Abschiebezentren, wie sie heißen, euphemistisch, befinden sich verteilt über das ganze italienische Staatsgebiet. Und nur am Rande die Zentren, in die die Männer gebracht werden, die allein unterwegs sind, die befinden sich tendenziell eher in Süditalien, während die Lager, die eher Frauen aufnehmen oder Familien, eher im Norden beziehungsweise am Rande von Großstädten oder in der Nähe von Großstädten sich befinden. Dazu kommen wir dann später nochmal. Denn das entspricht natürlich einer politischen Wahl, nicht? Man sagt, okay, wir bringen die einen hierhin und die anderen dorthin, und das hat dann möglicherweise Konsequenzen oder Effekte. In dieser Wartezeit, Ziffer 5, in der die Menschen also vielleicht noch auf die Anhörung warten oder darauf warten, dass es ein Ergebnis gibt aus ihrer Anhörung, sind sie also auf sich gestellt. Ja? Und ohne Geld müssen sie natürlich, egal ob sie jetzt gekommen sind, um zu arbeiten oder ob sie gekommen sind, weil sie Schutz brauchen, arbeiten. So oder so, sie haben keine Wahl. Ja? Dieser Dualismus wird ja oft bemüht, Sie hören das oft, Wirtschaftsflüchtlinge und die, die wirklich Hilfe brauchen und so. Wenn man vor Ort ist und mit den Menschen spricht, dann sieht man, aber das haben viele von Ihnen wahrscheinlich auch selbst schon in Ihrem erfahren können, dann sieht man, dass diese Zweiteilung völlig willkürlich ist und keinen Sinn ergibt. Jedenfalls müssen die Menschen arbeiten. Klar, sie haben keine Papiere, sie haben keine Rechte, offiziell sind sie gar nicht da. Sie haben also keine sehr guten Karten auf dem Arbeitsmarkt. Ja, wir haben vorhin schon gehört von der Notwendigkeit gewerkschaftlicher Arbeit, auch hier im Saarland. Natürlich, wenn man nicht mal die Möglichkeit hat, von gewerkschaftlichen Aktivitäten erfasst zu werden, dann schaut es von Anfang an schon ziemlich schwierig aus. Die Menschen finden dann, wir sind also noch immer in Kalabrien, also das ist dort, wo ich mich ethnografisch beschäftigt habe mit diesem Thema, dort finden wir eine landwirtschaftlich dominierte Ökonomie vor. Und deswegen sehen Sie da auch diese Sanduhr, also die Wartezeit und eben Orangenplantagen. Ja, das sind die Arbeitsmärkte, auf denen die Leute landen. Und wie gesagt, ohne Papiere, ohne Rechte haben sie sehr schlechte Karten, zu menschenwürdigen Löhnen dort arbeiten zu können. Bedingungen und Löhnen. In einem sechsten Schritt, viele Monate später, manchmal mehrere Jahre später, bekommen sie einen Anruf aus diesem Flüchtlingszentrum. Also sie werden nicht angeschrieben, sondern sie werden angerufen. Das heißt, es ist absolut überlebensnotwendig, ein Handy zu haben. Und man wird dann sozusagen an diesen Ort zurückbeordert und erfährt dann, wie das Verfahren ausgegangen ist. Im besten Fall bekommt die Person Papiere, wird als Flüchtling anerkannt, dann dürfen sie, so wie in Deutschland auch, haben sie viele Rechte und sind in manchen
Belangen Europäern und Europäerinnen gleichgestellt. Sie dürfen zum Beispiel arbeiten, sie haben theoretisch ein Recht auf Familiennachzug und verschiedenes mehr. Das ist sozusagen das Beste, was ihnen passieren kann. Es gibt dann aber noch viele verschiedene Abstufungen, die ja, und ich möchte da jetzt nicht zu lange dabei verweilen, weil das auch sozusagen die italienische Gesetzgebung sich nochmal so ein bisschen unterscheidet. Aber vielleicht können wir nachher in der Diskussion auch nochmal sprechen darüber, wie es hier ist, wenn das notwendig ist. Aber es gibt dann die Duldung aus humanitären Gründen und verschiedene andere Ergebnisse, also zum Beispiel sehr beliebt in Italien ist das sogenannte Foglio di Via. Das ist ein Ausweisungsbescheid, aber für die von Ihnen, die ein bisschen Italienisch können, das ist die Bezeichnung dieses Dokumentes ist nicht neutral, also Via, Via, sage ich auch meinem Hund, wenn er über den Tisch bettelt. Also das heißt eigentlich so ein Hau-Ab-Zettel, ne? Sprich, wir finden, dass du hier nicht bleiben darfst. Wir möchten, dass du gehst. Du hast dafür 2 Wochen Zeit. Wir geben dir aber keinerlei Unterstützung, dass du gehen kannst. Also keine Papiere, kein Geld. Niemand bringt dich an eine Grenze oder so. Schau, wo du bleibst. Jetzt ist es von Rosarno bis zum Brenner, sind es 1300 Kilometer ungefähr. Und die Brennergrenze ist zu für Schwarze. Für mich nicht. Ich fahre oft über den Brenner. Für mich ist die Grenze immer offen und ich bin in jede Richtung jederzeit willkommen, aber es wird nach rassistischen Kriterien jeder Zug kontrolliert, es wird Autos, die verdächtig sind, Lieferwagen vielleicht auf Menschen mit dunkler Haut überprüft. Das heißt, es ist weder für Menschen, die keine Papiere haben, sehr, sehr schwer geworden, über die italienisch-österreichische oder über die italienisch-französische oder über die italienisch-schweizerische Grenze zu kommen. Aber auch natürlich für Menschen, die schwarz sind und legal sich aufhalten in Italien, ist es ein weiteres Erniedrigungsmoment im besten Fall. Die letzte Möglichkeit ist die, dass die Menschen abgeschoben werden natürlich. Italien schiebt verhältnismäßig wenig ab. Das hat viele Gründe. Sie wissen, dass auch aus Deutschland die EU-Staaten versuchen, zum Teil auf nationaler Ebene, zum Teil europäisch konzertiert, wie sagt man, abgesprochen, Rücknahmeabkommen zu schließen mit verschiedenen Ländern, dass die ihre Staatsbürger und auch andere Menschen, die über dieses Staatsgebiet gekommen sind, zurücknehmen sollen. Und in diesem ganzen Gerangel der Grenzabschottung der letzten Jahre oder der letzten Jahrzehnte, muss man sagen, ist das, wie Sie es geschildert haben, dieses Hin- und Herschieben von Menschen wie Paketen oder Waren ein ganz wichtiger Faustpfand geworden. Also sozusagen zu sagen, für Länder gerade des südlichen Mittelmeers, ihr wollt das für die Menschen zurücknehmen, aber das bekommt ihr nicht um jeden Preis. Da müsst ihr uns was bieten. Das ist sozusagen ein sehr gewichtiges Argument geworden, was dazu führt, dass weniger abgeschoben wird. Es gibt aber noch andere Gründe dafür, unter anderem den, dass viele Airlines das nicht machen wollen. Also es wird, die Abschiebeflüge finden in der Regel mit Linienmaschinen statt. Und viele Airlines machen das nicht. Zum Beispiel macht das die Austrian Airlines macht das nicht mehr. Die Österreicher schieben nur mehr ab mit Swiss und mit den Schweizern zusammen. 2 kleine Länder, da kommen gar nicht so viele Leute zusammen, die man dann eben wirklich auch real abschieben kann. Das führt dann zu so Sammelflügen, dass man Leute gefesselt von Genf nach Zürich bringt, dann von Zürich nach Wien fliegt, stundenlang im Flieger sitzen lässt, dann Leute aus ganz Österreich nach Wien bringt oder zu Kart quasi und dann in verschiedenen afrikanischen Ländern dann die Leute rauslässt sozusagen, nach manchmal 20, 24 Stunden sitzend in einem Flugzeug. Können Sie sich die Bedingungen vorstellen? Das passiert in Italien also nicht sehr oft. Italien schiebt gerne ab mit der slowenischen Airline, also der slowenischen nationalen Airline. Aber für die meisten ist es eben so, dass sie in Italien bleiben. Und das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, klingt vielleicht ein bisschen kompliziert und verwirrend. Müsste man sich nochmal im Detail vielleicht alles anschauen.
Für Sie oder für uns hier ist eigentlich nur eins relevant, nämlich das, was ich Ihnen gesagt habe, ist für die Existenzbedingungen der Migranten in Süditalien völlig egal. Also außer für die, die abgeschoben werden, weil sie natürlich nicht mehr da sind. Aber alle anderen werden in Süditalien und zunehmend auch in Norditalien keine Arbeit bekommen mit einem Arbeitsvertrag, der ihnen erlaubt, sozusagen dann zu sagen, hier, lieber Vermieter, ich habe einen Arbeitsvertrag, ich möchte eine Wohnung mieten. Das ist für so gut wie niemanden mehr möglich tatsächlich. Ja. Sie wissen, wir hören leider ja jeden Tag von Herrn Salvini, aber die italienische Gesellschaft ist seit der Wirtschaftskrise 2008 zunehmend rassistisch geworden, so dass es also einfach aufgrund des grassierenden Rassismus nicht mehr relevant ist, ob die Leute legal arbeiten dürfen. Sie bekommen keinen Job. Und das ist die Ziffer 7. Die Ziffer 7, die Leute arbeiten dann so oder so früher oder später in diesen Arbeitsverhältnissen. Was sind das jetzt für Arbeitsverhältnisse? Das erste ist, diese Orangenarbeit, also Erntearbeit, ist eine saisonale Arbeit. Es ist eine Arbeit, die nicht das ganze Jahr über gemacht werden kann, sondern nur von November bis spätestens Anfang, Mitte März. Danach gibt es in der Umgebung von Rosarno keine Arbeit mehr. Das heißt, man muss danach schauen, dass man weiterkommt. Das geht vor allem dann, wenn man gut Geld verdient hat. Die meisten verdienen aber nicht viel Geld, so dass sie festsitzen. Das zweite ist, es ist eine Tagelöhnerarbeit, also es wird jeden Tag neu verhandelt, wer arbeiten darf und wer nicht arbeiten darf. Leute in meinem Alter tun sich schwer. Alle, die ein bisschen älter sind als ich, tun sich dann natürlich jeweils immer noch schwerer, denn die Arbeitgeber sind inzwischen in der tollen Situation, dass sie sich wie in einem Supermarkt an den Arbeitskräften bedienen können, weil so viele da sind. Ja, dann nimmt man natürlich lieber den kräftigen, großgewachsenen 20-Jährigen als eben den vielleicht schon etwas kränklichen 55-Jährigen. Wobei das schon sehr optimistisch ist, denn die Leute, die in diesen Lebensbedingungen leben, sind eigentlich eben mit 40 in der Regel schon alt und verbraucht. Es gibt einen Arbeitsstrich, die Leute stehen sehr früh auf, um 5 Uhr ungefähr, und begeben sich dann zu Fuß oder, wenn sie Glück haben, mit einem Fahrrad, einem klapprigen alten Fahrrad, zum Straßenstrich. Da gibt es verschiedene. Es gibt einen großen, der befindet sich am Bahnhof von Rosarno. Es gibt mehrere kleine in Gioia Tauro, also in Nachbarorten oder an Kreuzungen von verschiedenen Straßen, und hoffen, dass sie aufgelesen werden. Wenn sie Glück haben, dann bleibt ein Lieferwagen stehen, so ein, was hier vielleicht ein VW-Bus wäre oder so, in dem dann meistens keine Sitze montiert sind, und dort werden dann 20, 30 Leute hineingezwängt, und dieser Bus bringt die Leute dann zu den Plantagen, wo sie einen ganzen Tag lang Orangen pflücken können. Diese Orangenpflückerei ist sehr anstrengend, denn das Klima in Kalabrien für die Orangen ist perfekt. Lange, trockene, heiße Sommer und feuchte, nasse, relativ kalte Winter. Also die Temperaturen gehen durchaus Richtung 0 Grad. Und das heißt, die Menschen sind Nässe und Kälte ausgesetzt. Sie können dann, je nachdem, wenn sie Glück haben, 8 bis 10 Stunden arbeiten, oft auch länger, und werden dann zurückgebracht von diesem Bus dorthin, wo der sie abgeholt hat. Für diese Dienstleistung, dieses Taxi-Service, müssen sie 5 Euro ihres Tageslohns bezahlen. Können Sie sich also ausrechnen, 30 Leute in einem VW-Bus, der fährt 500 Meter weit. Vielleicht fährt er auch manchmal 4 Kilometer weit in eine Richtung. Da sehen Sie, dass sich das durchaus lohnt für den Bauern, der diesen Bus betreibt. Der Tageslohn beträgt entweder 25 Euro brutto, also jetzt nicht, weil da Sozialabgaben abgeführt würden, sondern weil eben dieser Taxidienst noch abzuführen ist. Das heißt, es bleiben den Arbeitern 20 Euro. Zunehmend ist es aber so, dass eben die Arbeitgeber nach Akkord arbeiten. Also für eine Kiste wie diese, die Sie da sehen, zahlen sie, wenn es Orangen sind, 50 Cent. Das sind 22 Kilo Orangen. Und wenn es Mandarinen sind, 1 Euro.
Jetzt können Sie sich das ausrechnen. Ich habe es jetzt vergessen, sind es 2 Cent oder 4 Cent? 2 Cent, glaube ich, pro Kilo. Also was jetzt für ein Kilo gepflückte Orangen dem Arbeiter bleibt, ist lächerlich. Ja? Vor allem, wenn Sie sich überlegen, was die Orangen hier kosten. Nicht, dass sie viel oder zu viel kosten würden, aber eins ist klar, der Anteil dessen, also des Arbeiters an dem Verkaufspreis der Orangen, der ist hier nicht mehr darstellbar, wenn er bei uns im Supermarkt, wenn das Produkt bei uns im Supermarkt landet. Die Akkordarbeit natürlich nicht. Man sagt, du kannst mehr verdienen als 20 Euro am Tag, wenn du halt mehr pflückst. Und es sind einige, die sagen, ich kann 55 und mehr 53, 54 Kisten füllen an einem Tag. Die haben dann natürlich ein bisschen mehr. Allerdings halten die das auch nicht sehr lange durch. Also man kann nicht 10 Tage hintereinander auf diesem Niveau arbeiten, so dass am Ende des Tages nur der Konkurrenzdruck zwischen den Arbeitern steigt und die Bauern die Profiteure sind. Schlechte Bezahlung. Das andere ist, dass dadurch, dass eben zunehmend Menschen in Rosarno gefangen sind, ich habe schon gesagt, es ist schwer, über die Grenze zu kommen, also Italien überhaupt zu verlassen, das ist das Erste. Das Zweite ist, es ist zunehmend schwer, in Norditalien Arbeit zu finden. Und es gibt noch einen dritten Effekt, nämlich den, dass zunehmend Menschen aus Norditalien zurückkommen nach Rosarno oder in Rosarno landen, weil sie eben auch in Norditalien keine Perspektive mehr haben. Und wenn sie erstmal ihre Wohnung verlieren und obdachlos werden, dann ist Rosarno sozusagen der Point of No Return. Es ist der einzige Ort, wo sie dann noch hingehen können. Und wir werden gleich dann auch sehen, warum. Aktuell ist es so, dass zunehmend, also zusätzlich zu den Menschen, die ohnehin schon dort sind und zunehmend auch ankommen, auch die Menschen dort sind, die aus dem Dorf Riace vertrieben worden sind. Vielleicht kennen Sie das Dorf Riace in Kalabrien, ein schönes Beispiel für ein gelungenes Miteinander von Geflüchteten und schon etwas länger Ansässigen, denn wie Sie wissen, sind viele Kalabrier eigentlich Griechen oder Albaner, je nachdem, wie weit man, wie viele Jahrhunderte oder Jahrtausende man zurückgehen will. Von den arabischen Einflüssen reden wir jetzt gar nicht erst, den historischen. Und das Dorf Riace ist ein Dorf, das von Auswanderung gekennzeichnet war, wie alle Dörfer in Kalabrien übrigens. Denn Kalabrien ist auch die Hochburg der Ndrangheta, der kalabrischen Mafia, der mächtigsten Mafia-Organisation der Welt, die dort alles kontrolliert, die Inhalte, die Ökonomie, aber vor allem die Seelen der Menschen. Das bewegt viele bis heute dazu, wegzugehen, vor allem die Jungen, vor allem die Qualifizierten, also zuerst die jungen Qualifizierten, dann die jungen nicht so Qualifizierten, dann die Mittelalterlichen und so weiter. Und was zurückbleibt, sind Dörfer, die sehr veröden, beziehungsweise in denen nur noch alte Leute wohnen. Und der Bürgermeister dieses Dorfes Riace hat vor vielen, 10, 15 Jahren, ich weiß es nicht auswendig, irgendwann die Realität gehabt, dass ein Flüchtlingsboot an seinen Küsten und den Küsten seines Ortes gelandet ist und hat damals gesagt, die brauchen ja jetzt irgendwie eine Unterkunft. Wir haben jede Menge Leerstand hier und wir brauchen junge Leute und hat daraus ein ganz tolles, dynamisches Projekt entwickelt, das inzwischen vom italienischen Innenminister Salvini sabotiert worden ist. Der Bürgermeister ist verhaftet worden, ist aktuell zwar wieder auf freiem Fuß, aber darf nicht in sein Dorf zurückkehren. Und die Menschen, das waren ungefähr 500, die finden sich jetzt auch in Rosarno wieder. Wenn wir also sehen, schlechte Arbeit, saisonale Arbeit, Tagelöhnerarbeit, viel Andrang auf wenige Stellen, dann schulde ich Ihnen noch eine Zahl, nämlich dass in der Saison, die also nur 3 Monate dauert, findet ein Arbeiter inzwischen nur mehr 5 bis 10 Mal Arbeit. Ja, das sind dann Löhne von 100, 200, maximal 300 Euro im Monat. Das ist auch in Kalabrien natürlich viel, viel, viel zu wenig, um gut leben zu können. Da kann man kaum überleben. Das hat einen Effekt, nämlich den, dass die Menschen in schrecklichen Wohnverhältnissen landen. Hier ist das auf der Karte nochmal dargestellt.
Die Karte ist nicht mehr ganz aktuell, seit ein paar Wochen. Sie sehen gelb die Stadt Rosarno und Sie sehen dann unterhalb einmal diese Container und Sie sehen auf der linken Seite mehrere so blaue Zelte, die zum Teil durchgestrichen sind. Und ich sehe gerade, dass die Karte aktuell ist. Aber das Datum nicht ganz stimmt, aber ist nicht so wichtig jetzt. Und Sie sehen auch links, ein bisschen weiter oben, so was wie Fabriksgebäude. Sie sehen auch, dass um Rosarno herum überall diese Obstplantagen sind. Und das symbolisiert auch, was ich Ihnen schon gesagt habe, diesen Arbeitsstrich in der Stadt und diese Autos mit den Menschen, die zu den Plantagen fahren. Oben sehen Sie, und deswegen habe ich es doch gewusst, ist die Karte nicht ganz aktuell, oben sehen Sie im Bau befindlich ein Haus. Es sind in Wirklichkeit mehrere Häuser, dazu auch gleich noch mehr. Und Sie sehen links unten den Hafen von Gioia Tauro. Es ist einer der wichtigsten Container-Umschlagplätze Europas. Ja, also Hamburg, also Rotterdam oder Antwerpen. Und Hamburg sind ja die größten, sind die bekanntesten. Und es kommt dann sehr, sehr bald der Hafen von Gioia Tauro. Den kennt vermutlich kein Mensch hier. Der ist in der Hand der Ndrangheta. Es ist der Hafen, über den die Chemiewaffen, die Assad eingewilligt hatte, in Syrien zerstören zu lassen im Westen. Über diesen Hafen sind diese Waffen transitiert. Und man weiß eigentlich nicht ganz genau, was mit diesen Waffen geworden ist seither. Und Sie sehen links noch einen Strand. Also es ist nicht so, dass es in dieser Gegend überhaupt keinen Tourismus geben würde. Das einfach, um Ihnen noch vor Augen zu führen, dass diese ganze Ausbeutung unter den Augen der Öffentlichkeit stattfindet. Diese Häuser, die da in Bau sind, sind Häuser, die mit EU-Geldern gebaut worden sind, damit Menschen, die Orangenarbeiter in würdigeren Verhältnissen leben können. Da gibt es Platz für 350 Leute. Das ist viel zu wenig, denn allein in der Stadt Rosarno befinden sich mehrere tausend solcher Erntearbeiter. Aber immerhin wäre das ein Schritt gewesen, die Menschen eben aus diesen Slums rauszuholen, über die wir gleich noch sprechen werden. Diese Häuser sind inzwischen fertig gebaut, aber sie stehen leer, denn der aktuelle Bürgermeister, der nicht gewählt ist, sondern kommissarisch eingesetzt ist, wie so oft in Süditalien, weil der gewählte Bürgermeister mafiös ist und im Gefängnis sitzt. Und der aktuelle Bürgermeister hat gesagt, so wie sein Innenminister, zuerst die Italiener und sagt, wir haben hier so viele Italiener, die arm sind, die sollen doch bitte in diese Häuser gehen. Dann gab es einen Aufschrei aus der sehr wenig vernetzten, aber doch Zivilgesellschaft, zu sagen, hey, das ist EU-Geld und dieses Geld ist gewidmet für Flüchtlingsunterkünfte. Und jetzt versucht er sozusagen, da Zeit zu schinden, indem er sagt, er möchte das zumindest gemischt sozusagen beziehen lassen und beruft sich da auf irgendwelche Inklusionsideen, die aber diese Gemeinde in den letzten 20 Jahren nicht entwickelt hat. Denn dieses Phänomen ist nicht erst seit gestern existent. In Wirklichkeit ist es übrigens eine direkte Konsequenz des Schengener Abkommens. Also in dem Moment, wo im Inneren Europas quasi die Grenzen abgebaut worden sind, ist quasi die europäische Außengrenze als kollateraler Effekt mit erfunden worden. Und in dem Zeitpunkt beginnt auch die Bootsmigration. Also in den 90er Jahren ist es dann nicht mehr, ich lande in Lampedusa, dem allerletzten Kaff Italiens, 200 Kilometer vom Festland entfernt, sondern wenn ich in Lampedusa bin, bin ich schon in Europa. Und mit diesem Regime, diesem Grenzregime, das sich da seit den 90er Jahren etabliert hat, in Lampedusa, hat sich sozusagen auch diese Versorgungs- oder Verwaltungsinfrastruktur im Hinterland etabliert, über die ich vorhin schon gesprochen habe. Und damit haben sich eben auch solche Arbeitsmärkte ergeben. Denn in der Tat ist Rosarno nicht eine Gegend, in der seit archaischen Zeiten Zitrusfrüchte angebaut werden, sondern erst nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat die Regierung gesagt, der Süden ist so arm, hier gehen Orangen, wir fördern das. Liebe Kleinbauern, macht doch Orangen, dann braucht ihr nicht mehr auszuwandern.
Deswegen ist diese Struktur, die Ausbeutungsstruktur übrigens bis heute auch eine sehr kleinbäuerliche. Ja, das sind einzelne Familien, die die Flüchtlinge ausbeuten. Ja, und der Weltmarktpreis war in den 80er Jahren so niedrig, dass es sich selbst für die armen Gegenden Süditaliens nicht mehr lohnte, diese Orangen zu pflücken. Und die Obstwiesen sind verwildert. Das ist auch zum Teil heute noch so. Kalabrien hat, obwohl so viele Arbeiter jetzt zur Verfügung stehen, noch längst nicht das ganze Potenzial seiner Orangenhaine wieder reaktiviert. Man sieht viele Wiesen, die nach wie vor verwildert sind. Ja? Aber mit der Ankunft der Bootsflüchtlinge auf diesen Arbeitsmärkten lohnte es sich wieder, diese Orangen zu pflücken und auf dem Weltmarkt mitzuspielen. Das ist auch wichtig, diesen Zusammenhang nochmal klar zu machen. Also aktuell stehen diese Häuser leer. Und ich möchte Ihnen jetzt aber die anderen Slums, in denen die Menschen tatsächlich leben, ein bisschen näher bringen. Hier haben wir das erste, dieses Containerdorf, das Sie auf der Karte gesehen haben. Das war die erste Reaktion der Regierung im Jahr 2010 auf einen rassistischen Mob in der Stadt Rosarno. Damals hatte es, wie schon so oft davor, eine Gruppe von Jugendlichen gegeben, die mit Luftgewehren oder Schrotflinten auf Migranten, also auf die schwarzen Erntehelfer oder auf ein paar Erntehelfer geschossen hatten. Das ist etwas, das sehr beliebt ist in Rosarno. Es gibt dafür verschiedene Gründe. Also der wichtigste und Hauptgrund ist natürlich der Rassismus. Klar, also indem man sozusagen Menschen systematisch abwertet und sie nicht als Menschen betrachtet und auch nicht als Menschen behandelt, dann kann man überhaupt erst solch eine Idee entwickeln, denke ich mal, einfach so auf jemanden zu schießen. Aber auch ein anderer Grund ist der, dass eben gerade die Halbwüchsigen, so in Italien sagt man Mafiosetti, also so kleine Mafiosis, ne, so Taschenmafiosis, die versuchen sich bei den wichtigeren Mafiosis sozusagen Anerkennung zu verschaffen, die sagen, ich bin ein Harter, ich kann auch schießen und auch auf Menschen. Ne? Jedenfalls hatten sich im Jahr 2010 die Migranten das nicht gefallen lassen, das war neu. Sie sind damals ins Dorf gezogen und haben demonstriert und es kam zu brutalen Zusammenstößen mit der lokalen Bevölkerung. Die Medien haben sofort den Schuldigen gekannt, sie haben gesagt, es sind die Schwarzen, die das alles zu verantworten haben, die ganze Gewalt zu verantworten haben, die Zerstörungen von Autos, von Geschäftslokalen und die Diebstähle, Plünderungen in den Geschäften, die es gegeben hat. Später hat die Auswertung der Polizeivideos bzw. der Überwachungskameras dieser Stadt ergeben, dass es nicht so war, sondern dass es die Einheimischen waren, die geplündert hatten. Aber Fakt war, die Regierung hat sofort reagiert in Rom und hat gesagt, okay, hier haben wir ein Problem, wir müssen diese vielen Menschen wegbringen. Man hat dann Busse geschickt 2010, das können Sie auch im Internet nachrecherchieren, diese Dinge, dieses Pogrom, und hat die Leute über Nacht weggebracht mit Bussen. Hat sie nach Neapel gebracht und dort einfach ausgesetzt. Das war nicht besonders durchdacht. Nach wenigen Tagen haben die Bauern händeringend nach Arbeitern gesucht, weil ihnen die Orangen an den Bäumen verfault sind und die Leute sind natürlich in großer Zahl zurückgekehrt an ihren Arbeitsplatz. Und es gab also damals, und weil man aber die Orte, an denen sie zuvor geschlafen hatten, alte verlassene Fabrikshallen, kurzerhand dem Erdboden gleichgemacht hatte, musste man dann reagieren. Hat diese Container hingestellt, 250 Schlafplätze, Strom, und hat die Verwaltung einer christlichen NGO übertragen. Das war nur während eines Jahres ungefähr so. Danach wurde der Betreiber dieser NGO bzw. der Vorstand dieser NGO verhaftet, weil er illegalerweise Miete verlangt hat von den Bewohnern dieser Containerdörfer. 250 Plätze, wie gesagt, sehr begehrt bei den Migranten, denn es gibt hier Strom, es gibt hier, also es sind Container, die sind mehr oder weniger wasserdicht, inzwischen sind sie zwar sehr verrostet und man könnte durch den Boden auch brechen, was schwere Verletzungen mit sich bringen könnte, aktuell ist das aber noch nicht passiert, derart begehrt, dass man schon 6 bis 8 Wochen, bevor die Arbeit überhaupt beginnt, im November vor Ort sein muss, um sich einen Platz zu reservieren. Das heißt, dort können nur die Privilegierteren wohnen, die vielleicht ein paar Freunde haben. Manchmal reicht einer, nicht? Du passt auf die beiden Betten auf und sie versucht irgendwie was zu essen zu organisieren, weil Arbeit gibt es ja noch keine.
Wenn man das sozusagen geschafft hat, dann kann man von Glück reden. Es ist bis zum Arbeitsstrich ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde Fußmarsch von hier. Die zweite Zeltstadt, die habe ich hier fotografiert 2013. Da war die funkelnigelnagelneu, sah toll aus. So toll sah die nicht mehr als ein paar Wochen aus. 350 Plätze vom Innenministerium bereitgestellt, diese Zelte. Also die Regierung weiß Bescheid. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwo in der Provinz ist, wo man nicht genau hinschaut. War viel zu wenig und die Menschen haben darum rum dann tatsächlich angefangen, Slumhütten zu bauen. Aus Karton, aus Holz, aus Plastik, aus Blech. Und die hygienischen Zustände haben sich sehr verschlechtert und es wurde dann diese Zeltstadt im Jahr 2014 dem Erdboden gleichgemacht. Man hat den Menschen das zwar angezeigt, man hat ihnen gesagt, das wird passieren, man hat ihnen aber nicht gesagt, wann es passiert. Als es passierte, waren die meisten bei der Arbeit. Als sie heimgekommen sind, war ihr ganzes Hab und Gut zerstört. Also die meisten haben eh nicht viel. Einer hat es mir ganz deutlich gesagt, der hat gesagt, was soll ich denn jetzt noch machen? Jetzt habe ich keine Hose mehr zum Wechseln. Ich kann nicht mehr arbeiten gehen, denn meine Kleider werden nicht mehr trocken. Also meine eine Hose, die ich an mir trage, die reicht halt nicht. Es gibt aber auch einen Slum hier zum Beispiel im Wald und Sie sehen im Hintergrund, wie nah die Stadt ist. Also das ist 10 Minuten vom Zentrum entfernt. Deswegen auch ein Ort, an dem einige wohnen wollen, obwohl es dort weder Strom noch Wasser gibt. Und hier sehen Sie, die Zeltstadt, die abgerissen worden ist, die wurde zwar abgerissen, wie ich es gerade geschildert habe, aber es wurde wenige hundert Meter daneben eben eine neue Zeltstadt hingestellt. Im Hintergrund sehen Sie da auch so blaue Zelte, aber auch dort haben sich eben schnell Slums gebildet. Hier sehen Sie den Müll. Das Problem ist nicht, dass die Leute schmutzig wären, sondern das Problem ist, dass der Müll nicht abgeholt wird in der Zeltstadt. Die Müllabfuhr ist ja sowieso in Süditalien ein Problem, sie ist in der Hand der Mafia. Aber hier ist es auch so, dass die Müllabfuhr einfach sagt, diese Adresse gibt es nicht. Da gibt es, das ist einfach eine Wiese und dort braucht man dann auch nicht hinzufahren. Das macht übrigens die, wie sagt man das auf Bundesdeutsch, wie die Österreicher sagen, wie sagt man das, die Rettung, also der Ambulanzwagen, der Rettungswagen macht das gleich. Also wenn jetzt jemand krank wird in der Zeltstadt und sie rufen den Notruf an, dann kommt der Rettungswagen nicht, weil es eben keine offizielle Adresse gibt. Hier sehen Sie schon, das ist jetzt auch schon länger her, dass ich das Bild gemacht habe, 2016 im Winter 2016/17, wie sehr sich diese auch offiziellen Zelte degradieren. Die sind schimmelig, die sind undicht, von der Sonne ausgebleicht. Die Leute sind sehr kreativ, um sie zu verstärken, aber die Zustände sind desaströs. Gleichzeitig bilden sich in diesen Städten urbane Strukturen aus. Und vielleicht haben Sie sich gefragt, wie soll ich mit 100, 150 Euro dreimal im Jahr überleben, also 450, 500 Euro Jahresgehalt, wie soll das gehen? Das geht nur deswegen, weil die Menschen solidarisch sind miteinander. Die 2000 Menschen, die in diesem Slum wohnen, in diesem größten Slum, die kommen aus ganz verschiedenen Ländern, Sprachen, Religionen, Kulturen. Ja, und zwar von Westafrika bis zum Horn von Afrika. Grob gesprochen, und sie unterstützen sich. Sie könnten anders nicht überleben. Jeder bringt das ein, was er kann. Hier haben wir eine Fahrradwerkstatt, das ist ein gelernter Fahrradmechaniker, der eben die Fahrräder, diese Schrottfahrräder, die Leute haben, eben halbwegs instand hält, so dass sie eben zur Arbeit fahren können. Es gibt auch Metzgereien, es gibt Seelsorger, es gibt Kleidergeschäfte, es gibt Suppenküchen, es gibt kleine Tante-Emma-Läden, in denen man auch tassenweise den Reis kaufen kann, wenn man sich eben nicht den einen Euro halt, den nicht aufbringen kann, den man braucht, um im Discounter eine Packung Reis zu kaufen, dann kann man das sozusagen kleinteilig dort bekommen. Das ist wichtig, dass Sie sich das im Hinterkopf behalten. Also es ist eigentlich eine Stadt, nicht? Das heißt auch die Zeltstadt. Die Leute sagen selber, das ist die Zeltstadt. Auch hier nochmal 2016 sehen Sie den Zustand mitten in Europa. Das ist das letzte Bild, das ich Ihnen mitgebracht habe.
Diese Zeltstadt gibt es inzwischen nicht mehr. Der Innenminister, der italienische Salvini, hat sich diese Zeltstadt auf die Fahne geschrieben, weil er sich ausgerechnet hat, auf dem Buckel der 2000 Seelen, die dort leben, gut Politik machen zu können. Politik der Angst braucht auch Bilder, an denen wir unsere Phantasmen aufhängen können. Ja? Es ist schwer, Angst zu bekommen, wenn man die Menschen kennenlernt. Das ist die Lektion, die ich aus Lampedusa gelernt habe. Ja? Die Menschen dort haben regelmäßig mit Geflüchteten zu tun. Sie treffen sie an, wenn sie rausgehen, fischen, vielleicht in Seenot. Sie sehen sie in dem Flüchtlingslager, sie sehen sie auf der Fähre. Denn die Menschen werden von Lampedusa oft auch mit der zivilen Fähre weitergebracht. Sie sitzen zusammen quasi in der Bar, 8 Stunden lang, bis sie in Sizilien sind. Die Leute kennen sie. Sie kennen sie, ist ein bisschen viel gesagt, aber sie sehen diese Menschen. Und wenn man mit den Menschen in Kontakt kommt, dann gibt es nicht mehr viel Raum für rassistische Projektionen. Dementsprechend haben sie auch selber wahrscheinlich nie Bilder aus Lampedusa gesehen, in denen die Menschen ein Gesicht bekommen haben, sondern immer nur Gesamtaufnahmen, wo eine Kamera sagt, da ist ein volles Boot und wir sehen ganz viele Köpfe von Menschen mit dunkler Haut, und wenn dann noch die Schlagzeile dazu ist, wo sollen wir die alle hinbringen, dann glauben wir das am Ende vielleicht gar noch selber. Und Salvini macht genau mit diesen Bildern Politik, indem er sagt, seht euch an, wie diese Leute leben. Die sind, er hat es genannt, Menschenfleisch. Das ist Menschenfleisch. Das ist nicht sehr weit entfernt davon, ihnen das Menschsein überhaupt abzusprechen. Und er verwechselt da ganz, ganz eindeutig Ursache und Wirkung. Ja? Die Menschen leben nicht in Slums, weil sie in ihren afrikanischen Herkunftsländern auch in Slums gewohnt hätten. Ganz im Gegenteil. Sie wohnen in Slums, weil sie in Europa gemerkt haben, okay, wenn wir hier nicht erfrieren wollen, dann müssen wir uns irgendeine Technik aneignen, wie wir wohnen können. Das heißt, Slums zu bauen ist nicht etwas, das in der Kultur vielleicht liegen würde, dieser Menschen, sondern es ist eine Kulturtechnik, die aus der Not herausgeboren wird. Das ist ganz wichtig, und ich empfehle Ihnen da einen Besuch in Luxemburg in der Ausstellung The Bitter Years in Dudelange, eine Fotokollektion, die in den 30er Jahren in den USA angelegt wurde, im Auftrag der National Farm Security Administration, in der Zeit der großen Depression, als die weißen Bauern aus den Südstaaten zu Tausenden nach Kalifornien gezogen sind, um Arbeit zu suchen, weil sie im Mittleren Westen von Dürre heimgesucht waren und Zwangsenteignungen erlebt haben. Wenn Sie sich diese Fotos aus den 30er Jahren ansehen, Sie können auch John Steinbeck lesen, Die Früchte des Zorns, da ist das ausgezeichnet beschrieben. Da haben Sie das Gefühl, wenn Sie in Rosarno sind, Sie seien in diesem Roman, Sie wären in diesen Fotos. Also die weißen christlichen Bauern, die uns doch ach so nah sind, der 30er Jahre, haben exakt gleich gelebt, haben exakt gleich gebaut, hatten exakt die gleichen Rassismen, mit denen sie übrigens zu tun hatten. Nicht? Die Kalifornier haben sie ebenso entmenschlicht, wie es in Rosarno mit den Migranten aus Afrika passiert. Salvini hat sich also auf die Fahnen geschrieben, seine Politik auf dem Buckel der Menschen in dieser Zeltstadt zu machen. Italien hat nur sehr wenige Migranten übrigens. Also die Italien zählt die ja nicht richtig und systematisch. Aber Italien ist ja eines der bevölkerungsstärksten und auch flächenmäßig großen Länder Europas. Und dennoch sind es natürlich nicht nur diese 2000 Menschen hier in Rosarno, um die es gehen würde. Jedenfalls hat Salvini gesagt, er wird diese Zeltstadt abreißen und hat das auch jetzt im März, Anfang März, machen lassen, das Militär geschickt, wieder mit Bulldozern, genau gleich, wie es vor ein paar Jahren schon passiert ist, und hat nicht nur diese Zeltstadt zerstört, sondern hat eben und gerade, das ist das Schwierige, diese urbanen Strukturen zerstört. Ja? Weil er verstanden hat, dass Menschen, die solidarisch sind, in einem Land, das mafiös geführt wird, und wir hören es auch, oder ich weiß nicht, ob Sie das in Deutschland so mitbekommen, aber kritische, aufgeklärte Journalisten sind immer näher dran,
dem so sauberen Innenminister und seiner faschistischen Regierung bzw. Rechtsextremen Regierung Verknüpfungen und Verbindungen zur Mafia nachzuweisen. Ja? Hier zu sagen, okay, wir unterbinden diese Solidarität, das ist ein Dienst, den er einerseits sich selber und seinen Parteigenossen leistet, denn wie gesagt, nur Menschen, die sich nicht solidarisieren oder die nicht die Solidarität anderer erkennen und anerkennen können und sich vielleicht solidarisch auch einbringen können, lassen sich von diesen Rattenfängerpolitiken verleiten sozusagen. Sondern er leistet vor allem seinen, aber es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, jedenfalls, vielleicht ist das auch nicht intendiert, jedenfalls leistet er vor allem der Mafia einen großen Dienst damit. Denn das Potenzial, und das ist das, was ich am Ende sagen möchte, bevor wir hoffentlich Gelegenheit haben, noch ausführlich miteinander zu diskutieren. Das größte Potenzial der Migranten und Migrantinnen in Italien und in Europa und in diesen Slums ist das, dass sie nicht gebunden sind an dieses alte Gesetz Süditaliens der Omerta, der Schweigepflicht, des Nichtsehens, des Wegsehens, wo Ungerechtigkeit passiert. Sie können aufbegehren, sie haben nichts zu verlieren. Karl Marx hat gesagt, sie haben nichts zu verlieren, oder ne, über die Arbeiterklasse gesagt, sie haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Hier ist es auch so, diese Menschen sind ganz unten angekommen. Ja, es ist der Point of No Return, wenn du in Norditalien deine Wohnung verloren hast, deinen Job, dann gehst du nach Rosarno in dieses Slum, weil du eben auf die Solidarität zählen kannst. Ja? Und die Leute solidarisieren sich. Ja? Das ist ein ganz, ganz großes Potenzial. Und das ist ein Potenzial, das auf die lokale Bevölkerung, die lethargisch ist, die zu 80, nicht ganz, aber weit über 50% Arbeitslosigkeit hat, die nichts auf die Beine bringt, keine zivilgesellschaftlichen Strukturen. Hier ist ein großes Potenzial und das gilt es, diesen rechten Politikern und Politikerinnen zu zerstören. Ich wollte dazu jetzt noch was sagen, das ist mir jetzt aber entfallen. Vielleicht kommt es nachher nochmal, genau, ich muss mich einmal schütteln, einen Schluck Wasser trinken. Genau, noch einen Schluck Wasser trinken. Also, ich belasse es erstmal hierbei. Nein, eine wichtige Fußnote noch. Ich bin jemand, der natürlich mir bewusst ist darüber, was es bedeutet, als weißer Mann vor Ihnen zu stehen. Also ich bin mindestens doppelt privilegiert, denn wie Sie wissen, gehöre ich zu denen, die auch in Deutschland irgendwie um 30% mehr verdienen als die Kolleginnen, die hier sind. Ich habe aber auch natürlich Bürgerrechte. Ich konnte, obwohl die Polizei im Saarland auf der luxemburgisch-deutschen Grenze vorhin kontrolliert hat, ungehindert durchfahren und so weiter. Ich habe viele Privilegien und ich bin der, der hier spricht, anstelle dieser Menschen. Das ist ein großes Problem. Das ist ein Problem, das in unseren Fächern auch sehr intensiv diskutiert wird. Es ist nämlich ein methodisches Problem und es ist auch ein ethisches Problem. Ja. Denn es wäre wichtiger, dass die Menschen für sich selber sprechen könnten, dass sie hierher kommen könnten und ihnen erzählen, wie es wirklich ist, in so einer Hütte zu schlafen, weil das weiß ich nicht. Ich schlafe dort nicht. Ich wollte dort schlafen, meine Supervisorin hat mir gesagt, lass das. Du musst weiter deine Arbeit machen können und du nimmst den Leuten ja nur ihren Platz weg. Es ist ohnehin nicht genug Platz da, aber ich kann sozusagen nur an ihrer Stadt sprechen. Ich möchte das zumindest erwähnen, das ist wichtig. Ich habe ein paar Mal versucht, in anderen Kontexten Migranten, die von dort sind, solche, die Papiere hatten und legal sich durch Europa bewegen konnten, einzuladen zu Tagungen, zu Vorträgen und so weiter, dass wir zumindest zusammen sprechen könnten. Ich habe das aufgegeben, denn diese Menschen haben jedes Mal an den Grenzen ganz erhebliche Schwierigkeiten bekommen, die jederzeit, also jedes einzelne Mal nicht berechtigt waren. Die Polizei hat in keinem dieser Fälle Recht gehabt, das zu tun, was sie getan hat. Aber ich musste deswegen davon absehen. Das ist das eine. Es spricht also ein weißer Privilegierter zu Ihnen über die unterprivilegierten anderen. Ja? Da kann sich der Rassismus von seiner anderen Seite zeigen, auch mein eigener Rassismus, nämlich von der paternalistischen Seite. Ich komme und wir alle können sozusagen uns auch darin, auch in einem aufgeklärten Publikum, wie ich es hier sehe, darin gefallen, die Hand auszustrecken und nicht zu denen zu gehören, die sich zu Tätern machen vielleicht. Ja, aber sozusagen das zu reflektieren, bewusst zu machen, die Menschen
sind Akteure, sie haben ihren eigenen Sinn und eigentlich sind sie es, die wir hören sollten. Das ist das eine. Das zweite, die zweite Privilegierung ist die als Mann. Ich habe den ganzen Abend, Sie haben es vielleicht gehört, nicht gegendert, obwohl ich versuche normalerweise Frauen und Männer gleichermaßen anzusprechen. Das liegt daran, dass ich eingangs gesagt habe, die Menschen, die im Süden Italiens sich wiederfinden, sind meistens Männer. In der Tat ist es so, dass in diesen Zeltstädten relativ wenig Frauen wohnen und in diesen Slums. Es ändert sich zwar in letzter Zeit, es gibt zunehmend mehr Frauen, aber das hat eben mit dem Zusammenbruch nicht nur der europäischen, sondern auch der inneritalienischen Solidarität zu tun, dass nämlich auch die italienischen Gemeinden die Verteilung der Geflüchteten innerhalb Italiens zunehmend verwehren, so dass auch zunehmend Frauen auf diesem Point of No Return, an diesem Point of No Return landen. Der zweite Grund ist aber einer, der wichtiger ist. Das ist der, dass die Frauen also an den Großstädten sich wiederfinden oder im Norden. Und dort gibt es eine große Nachfrage, vor allem nach eben illegalisierter, ausbeutbarer Arbeitskraft in der Haushaltsarbeit, in der Pflege, aber auch in der Sexarbeit. Das heißt, wir müssen die Befürchtung hegen, sage ich mal, dass diese Realität, wie wir sie hier vorfinden, dass sozusagen sklavereiähnliche Arbeitsbedingungen für Männer in Süditalien sich bieten und sklavereiähnliche Bedingungen oder tatsächlich ganz, ganz handfeste Sklaverei zum Teil für die Frauen im Norden, dass das Ergebnis politischer Entscheidungen ist und sozusagen möglicherweise gewollt ist. Ich bin mit der Vorgängerregierung war ich immerhin bis zur Parlamentspräsidentin vorgedrungen und die hat das ganz explizit nicht dementieren wollen. Mehr konnte sie natürlich nicht sagen. Also auch das im Blick zu behalten. Also es ist nicht etwas, was hinter verschlossenen Türen passiert. Es ist etwas, das unter aller Augen passiert. Es ist etwas, das uns betrifft als Partner und Partner, also Partnerstaaten Italiens in dieser Europäischen Union, aber auch als Konsumenten und Konsumentinnen natürlich der hier geernteten Produkte. So viel jetzt erstmal. Danke. Applaus